Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir da auf dem Gabentisch? Wir haben heute mal wieder was aus Bayern und zwar Laikheim ist mal wieder angesagt. Diesmal das Laikheim Hell. Hatten wir hier noch nicht gehabt? Wir hatten schon einige gehabt aus dem Hause Laikheim. War eigentlich immer durchschnittlich bis überdurchschnittlich gut. Also durchaus Biere, die man auch gerne zwei, dreimal in den Einkaufswagen reinpackt. Und nun bin ich natürlich mal gespannt, was jetzt hier das Helle so zu bieten hat, ne? Und ja, Freunde, was haben wir drin? Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Kein Hopfenextrakt, das ist schon mal gut. Und der ganze Spaß hat 4,9% Umdrehungen. Von der Aufmachung her ist klar, ja, fränkische Familienbrauerei seit 1887, ne? Also da ist, wie gesagt, einiges. Laikheim Hell mit den ja, traditionellen bayerischen Farben, mildes Lagerbier bei mild, da wird mir natürlich schon wieder so ein bisschen schummrig. Und ich halte es mal eben rein, so schaut das Ganze aus. Also ich finde von der Aufmachung her, sieht das tatsächlich auch ganz gut aus. Bügelverschlussflasche, hier schön mit einem Embossing drauf, also auch das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Und ja, da gibt es erstmal nichts zu kritisieren. Macht erstmal soweit einen ordentlichen Eindruck. Ich gucke gerade, was da noch draufsteht. Sind da noch irgendwelche wichtigen Daten, Fakten? Nee, sehe ich jetzt nicht. Ich mach mal auf. Ich hätte es jetzt auch ploppen lassen können. So, Entspannungsverdampfung ist auf jeden Fall ordentlich vorhanden. Ist ein schöner Auspuff. Und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Machen wir mal mittleren Einschauen. Blub, blub, blub. So, wollen wir mal gucken. Was wir da Schönes haben. Was ist das? Ja, ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Finde ich super. Zwei Finger breite Blume. Ich würde sagen, ja, das ist so weiß, cremeweiß. In die Richtung geht das rein. Fein bis mittelporig. Bisschen größere Luftbläschenkonzentration ist drauf. Keine Kraterbildung. Wenn ich mir das so angucke, bleibt es auch ein bisschen an der Glaswand haften. Ich würde sagen, 90 Sekunden Standard kriegen wir locker hin, dass das Blümchen da im Glas stehen bleibt. Schaut mal selbst. Sieht schon mal sehr ordentlich aus, oder? So, im Farbspektrum haben wir es hier mit einem filtrierten Bier zu tun. Ich denke, das ist klar. Klassisches Getreidegold. Ja, schön tief, schön satt geht's rein. Finde ich gut. Karbonisierung ist durchschnittlich. Perlange, ja, steigt so gleichmäßig ab. Auch da ist erstmal alles ganz normal, ganz solide, wie es sein soll. Schwebeteilchen entdecke ich da nicht drin. Oder irgendwelche Fremdstoffe, Fremdpartikel auch genannt. Oder eigentlich sieht es doch schon ganz schön aus, oder? Schaut mal. Ist doch richtig schön satt, oder? So stellt man sich doch ein schönes Bierchen vor. Freunde, das sieht alles andere als traurig aus. Und aus diesem Grund möchte ich es auch so bewerten. Warum eigentlich nicht? Geben wir 5 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Ich bin gespannt. Mal sehen, wie es jetzt schnuppern tut. Anschnuppern. Mhm. Also ich muss sagen, für ein helles, wir wissen ja selber immer, ne? Wir haben ja das Thema helle ich und helle, das ist ja auch immer so. Aber da gibt es ja immer so zwei Extreme, ne? Das eine, das ist so dieses richtig geile, was ich geil finde, Aromahopfen, ne? So schön Rama, Fürst Karl und so, ne? Die ganze lecker, lecker. Und hier, Wein Stefana nicht zu vergessen. Und hier ist es tatsächlich auch so, dass ich da was rausrieche. Das ist jetzt nicht die krasse Aromabombe, ne? Aber das ist schon deutlich wahrnehmbar. Vom Bouquet her durchaus wahrnehmbar. Und das riecht auch gut. Also wir haben hier so einen leichten Malzkörper, der nach vorne tritt. Finde ich gut. Also es riecht jetzt nicht unangenehm oder nach gar nichts. Sondern es riecht so, wie man sich das bierig vorstellt. So, ihr Lieben, nun, ja, jetzt machen wir erstmal einen Antrunk, ne? Genau. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl. Auf das Bier und auf den Genuss. Ich bin gespannt. Ach, das ist ja wieder so erfrischend. Ja gut. Also, ich wurde ja vorgewarnt, ne? Ja, das ist wieder mild, steht ja auch drauf und mild zeigt sich auch hier wieder. Das heißt, wir haben es wieder mit einem hellen zu tun, genau mit dem anderen Extrem, wo du eigentlich die von mir so hochgeschätzten Aromaspitzen komplett beschnitten hast. Da ist nichts drin. Da hat man sich wieder mal nicht getraut. Da geht das Lob raus an unseren mehrfachen Goldgewinner, das Schönramer.
da wo du einfach noch wirklich sowas Geiles im Mundraum hast und schön erfrischendes, süffiges, helles, ne, wie schön Rama. Das hast du hier jetzt leider nicht. Aber gut, es ist halt so, es gibt halt auch die eher nichtssagenden Biere. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und da kann ich Leikheim hier gleich erstmal schon mal ein Däumchen nach oben da lassen. Sie haben es wenigstens versucht, dass minimale Aromaspitzen drin sind und die merkst du dann auch beim Antrunk. Die schauen wir uns gleich mal genauer an. Vorweg, wie immer, gucken wir uns die Attribute an. Wo bewegen wir uns? Dynamisches Bier oder eher ein gemütliches Bier? In diesem Falle erklärt sich es, denke ich, auch von selbst. Das ist das, was ein helles sein will, ein bayerisch helles. Ja, na ganz klar, dynamisch. Das hat einen guten Zug drauf, kein Schluckwiderstand oder ähnliche Barrieren. Das ziehst du weg im Biergarten, eine geselliger Runde. Schön, wenn draußen warm ist auch, erfrischend, gut gekühlt, ganz klar, spritzig. Da gibt es jetzt erstmal nichts zu kritisieren, von daher, das, was es sein will, das ist es auch. Also da hat man schon mal alles richtig gemacht, ja. Ohne aber an den Hedonismus zu denken, ja. Kleiner Seitenhieb, aber naja. So, nun gehen wir mal ein bisschen gucken in die Aromen rein, mal schauen, was wir da entdecken. So mild, wie es ist. So mild wie es ist, aber ich bin trotzdem so fair und sage, ich würde es trotzdem auf die Seite der aromatischen Hellen nehmen. So paradox wie das klingt, aber du hast hier tatsächlich Aromaspitzen drin. Die sind zwar so minimal ausgeprägt, aber es sind wenigstens welche vorhanden. Und wenn wir da an unsere, ich nenne es schon gar nicht mehr, unseren Vertreter da aus Bayern, wenn wir da trinken, der dachte so aus, ist das jetzt ein Bier oder ist das Wasser? Ne? Also von daher, das ist hier schon durchaus, wo ich sage, da lassen sich also die sind klein, die sind absolut beschnitten, die sind wirklich nur so eine kleine Stoppel, ne, an Aromaspitzen, aber du hast sie wenigstens drin. Und die ausgehend, eigentlich so, wie man es auch bei einem Bayerisch Hell vermuten oder ja, eigentlich auch erwarten würde, das ist nämlich eher vom Malzkörper ausgehend. Ne? Das ist eine leichte Lieblichkeit, eine leichte Getreidigkeit, die da mitkommt. Wunderbar. Auch sogar ein bisschen fruchtig. Ja, doch. Ganz klassisch, überreifer Apfel, überreife Birne. Irgendwie sowas in diese Richtung. Geht da sein. Ich sage ja immer so eine schöne Bierfruchtigkeit. Ne? So, das passt schon mal ganz gut. Naja, und hinten ein IBU-Monster ist es auf gar keinen Fall. Aber ein helles, ja, welches helles ist denn das schon? Da ist, wie gesagt, genau das Richtige für Hopfenallergiker. Das ist jetzt also alles andere als irgendwie herb, bitter oder Hopfenfloralität geprägt oder ähnliches. Das ist also hinten raus auch eher so ein bisschen, ja, zum Runterspülen halt, ne? Mild so. Muss man mögen. Ich sag immer wieder, das ist was für die Ladies halt, ne? Die sind dann halt so da auf ihrer Grillparty oder im Bierzelt und die wollen sich halt dann nicht mit dem Weißbier da weglöten oder irgendwie, weiß ich nicht, mit einem spannenden IPA begnügen oder mit einem norddeutschen strammen Pilzbier, was schön herb ist. Sondern die wollen halt sowas haben, was halt ja wenig nach Bier schmeckt und nicht so krass aromatisch ist. In der Komplexität auch nicht zu krass, sondern halt alles eher so ein bisschen gemächlich, linear. Aber immerhin mit Aromen. Und das müssen wir einfach mal positiv bewerten hier. Ne? Da hauen wir mal hier auf den Tisch hier. Geht soweit nicht zu kritisieren. Ja, Freunde. Leikheim hell. So. Fein, malzig, mildes Land, nee, Lagerbier. So, ich sag nicht immer Landbier, weil das Landbier, das trinken wir gleich, Freunde. Das habe ich nämlich da drüben noch im Kühlschrank zu stehen. Das Landbier, das ziehen wir uns gleich mal heran. Leikheim hell, so. Ja, Freunde, das ist ein guter Durchschnitt. Ich würde sagen, das ist ein Durchschnitt. Kann man trinken, klar, das kommt an Weinstefana, an Schönramer, an Fürst Karl nicht ran, aber das ist schon okay. Es sind tatsächlich Aromaspitzen drin. Vielleicht mal ein Testwert für unseren Andrew hier. Ne? Gruß geht raus an Andrew, probier's einfach mal. Und dann kannst du ja selber mal so ein bisschen abschätzen, ne? So was da los ist. Das ist immer ganz spannend. Wie wollen wir es bewerten? Komm, ich bin fair. 3 von 5/6 möglichen Punkten. Guter Durchschnitt, sind wir auf jeden Fall dabei. Ne? Passt soweit. Schöne Aufmachung. Ist süffig, trinkt sich gut weg. Das ist was für die Ladies halt, ne? Funktioniert soweit. In dem Sinne, wir sind fleißig draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis morgen zum nächsten Biertest. Dann nehmen wir uns nämlich mal das Leikheim Landbier mal vor. Bis dahin, Freunde.